Hallo zusammen, heute begrüßen wir euch zu unserem ersten Impuls aus der St. Josef-Schule. Ich stehe hier vor unserem Schultor, das jetzt mittlerweile offen ist, auch wenn man das nicht sehen kann. Und normalerweise im Schulalltag nehmen wir dieses Schultor wahrscheinlich gar nicht so bewusst wahr wie in diesen Tagen. Ja, es ist eher so eine Durchgangsstation für euch als Schülerinnen und Schüler auf dem Weg ganz schnell zur Schule, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Bus, je nachdem wie ihr hier hinkommt, aber auch für uns Lehrkräfte, die irgendwie ganz schnell mit dem Auto sich durch die Menschenmassen hier morgens noch einen Parkplatz ergattern wollen. Ja, für euch, viele von euch ist das auch ein Treffpunkt, sich zum ersten Mal am Schulalltag mit ihren Freundinnen oder Freunden schon im Tor zu treffen und auch schon ein bisschen auf den Tag hinzuarbeiten oder zu reden, was am letzten Tag passiert ist. Dieses Schultor ist jetzt die Frage, was finden wir da vielleicht in der Bibel, so als kleinen Impuls, den wir euch da heute zum ersten Mal und auch in den nächsten Wochen perspektivisch immer wieder täglich neu geben wollen, ist, da findet man in Matthäus eine schöne Stelle, und zwar in seinem Kapitel Nummer 7, da schreibt er: Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird auch wieder geöffnet. Ein offenes Tor ist also ein Zeichen dafür, dass es nun langsam wieder auch hier an St. Josef losgeht. Wenn auch zumindest erstmal nur für unsere Jahrgangsstufe 10, die kurz vorm Abschluss steht. Aber ein offenes Tor bedeutet auch generell offen zu sein. Offen zu sein für Veränderungen oder diese zu akzeptieren. Und an diesen Veränderungen dürfen wir uns auch freuen. Zum Beispiel an der Natur, in der vieles gerade wieder blüht, die wächst und gedeiht. Vielleicht entdecken wir aber auch Freude in diesen Tagen wieder neu, wenn wir diese Zeit, die wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr haben, bewusst auch genießen und annehmen. Zum Beispiel für ein altes oder für auch ein neues Hobby. So habe ich zum Beispiel wieder mich meinem vergessenen Modellbau gewidmet und habe für die Schule zum Beispiel ein paar Roboter weiterentwickelt. Offen zu sein bedeutet also auch noch darüber hinaus ein offenes Herz zu haben. So bin ich offen wie eine Türe, wenn ich nicht wegschaue, wenn jemand gemobbt wird. Ich bin offen, wenn ich unaufgefordert zu Hause irgendwelche Aufgaben übernehme und meinen Eltern somit helfe. Ich bin aber auch offen, wenn ich nicht schlecht über Fremde rede. Ich bin offen, wenn mein Gegenüber ich so akzeptiere, wie er oder sie ist und nicht, wie ich ihn oder sie haben möchte. Ich bin auch offen, wenn ich mich meinem Gegenüber nicht allein lasse. Offen zu sein ist dabei aber keine Einbahnstraße, denn immer dann, wenn ich anderen Offenen begegne, erhalte ich auch als Geschenk diese Offenheit wieder zurück. Und so wollen wir am Schluss unseres Impulses gemeinsam beten. Guter Gott, dein Sohn Jesus ist als Mensch zu uns auf die Erde gekommen. Durch diese Menschwerdung ist Jesus für uns die Türe zu dir geworden. Mit dieser offenen Tür lädst du uns ein, uns nicht nur für dich zu öffnen, sondern auch und gerade für unsere Mitmenschen. Öffne die Tür unserer Herzen, damit deine Liebe bis ans Ende aller Tage sichtbar wird. Amen.